Heute bei Halal Date musst du die Schwester unserer Kandidatin überzeugen. Ich weiß, wie wichtig meiner Schwester die Religion ist. Ich glaube nicht direkt an Gott. Und du sitzt noch hier? Ich mag, wie ehrlich er ist. Ich möchte etwas in der Hand haben. Crush. Woran hat's gescheitert? Dass wir nicht die Richtigen füreinander waren. So die Standardaussage, ne? Ich hatte kein Geld dabei. Sie musste zahlen. Hi, mein Name ist Kauta, ich bin 23 Jahre alt, ich mache TikTok und Musik. Und ich bin hier heute bei Halal Dating, weil meine Schwester sucht mir einen schönen Mann. Hallo, ich bin die Leila, ich komme aus Bonn, ich bin die Schwester von der Kauta. Wer von euch ist älter? Ich, aber nur 2 Jahre. Aber man merkt schon extrem, finde ich. Also. Ja? Ja. Nein. Woran merkt man das? An der Reife. Wie würdest du denn deine Schwester beschreiben? Also, Maschallah, sie ist mega intelligent, sehr, sehr schlau. Ansonsten ist Kauta sehr liebevoll. Kauta ist sehr religiös, mega kreativ. Was würdest du an ihr ändern? Oder woran sollte sie arbeiten? Kauta ist ein Sturkopf und ein Choleriker. Stopp. Also, stopp. Ich bin kein Choleriker. Kauta, du bist, das hast du gestern zugegeben. Ich habe gesagt, ich habe cholerische. Okay, red weiter. Worauf bist du denn bei ihr am meisten stolz? Ich bin am meisten stolz darauf, dass du das durchgezogen hast mit der Musik, wenn ich ehrlich bin. Wirklich? Ja. Ich hätte das wusste ich gar nicht. Ja, ich sag dir das auch nie. Danke, Sun. Kein Problem. Nee, ekelhaft. Oh. Ich bin Samuel, ich bin 23. Ich komme aus Heidelberg, mache gerade eine Ausbildung zum Musikfachhändler. Meine Mutter ist deutsch, mein Vater kommt aus dem Iran. Ich bin John, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Dortmund. Meine Wurzeln sind türkisch. Ich bin Amin Al-Harun. Ich bin syrisch-deutsch, komme aus Berlin, 26 Jahre alt. Da bin ich Schauspieler und Musiker. Assalamu alaikum erstmal, ich heiße Rufat. Ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus dem Aserbaidschan, arbeite als Steuerassistent. Ich studiere nebenbei berufsbegleitend Steuerrecht. Ich bin Cem, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus Nähe Hannover. Ich bin Türke, ich bin Musiker, aber hauptsächlich bin ich Freigeist, glaube ich. Die erste Regel bei Halal-Dating lautet, verlier kein Wort übers Daten. Wir sagen kennenlernen. Zweitens, heute bei Halal-Dating musst du die Schwester unserer Kandidatin überzeugen. In 3 Runden versuchst du die Gunst der Schwester zu gewinnen. Wer nicht überzeugt, fliegt raus. Die einzige Rettung, das Vetorecht der Kandidatin, um die Entscheidung der Schwester zu übergehen. Drittens, nur wenn du beide Seiten überzeugst und sich ihre Auswahl überschneidet, ist es ein Match. Viertens, gibt es ein Match? Gibt es ein Date, bei dem du und die Kandidatin sich kennenlernen? Also um echt zu sein, ich war noch nie in einer Beziehung. Ich weiß, ja, 23, ich war noch nie in einer Beziehung. Ich war auch noch nie verliebt. Ich bin nicht gut mit Stress umzugehen. Und deswegen, glaube ich, bräuchte ich jemanden, bei dem ich einfach mal kurz abschalten kann. Was ist das Erste, was dir auffällt, wenn du jemanden siehst? Allererste. Ja. Größe. Ich bin so ja. Aber es ist leider so. Wie groß? Jetzt hat er dich. Wie groß, Kauta, wie groß? Weißt du, was das Ding bei mir ist? Wenn wir so nebeneinander herlaufen und er nimmt so den Arm um mich und Kitty, es gibt einen Unterschied zwischen dem hier, was ich gerade mache und zwischen dem hier. Sobald ich das sehe, dass der struggelt, sobald ich so nach links gucke und er macht so den hier, alles gut, bin ich raus. Runde 1. Der erste Eindruck zählt. Die ist so nervös. Hi, Cute. Die besten so rausgepickt, ne? Okay, ganz kurz, ich bin die Leila. Ich bin, glaube ich, nervöser als ihr, deswegen alles cool, ne? Ich bin 25, ich bin die Schwester von der Kauta, die auch heute vielleicht einer von euch kennenlernen wird, ne? Die sind alle so nervös, das ist so süß, ich heule. Wir haben jetzt in der ersten Runde stellt sie Fragen an euch. Ihr antwortet, du pickst auch jemanden raus. Du kannst alle sprechen lassen. Die sind auf jeden Fall alle mein Type, nur mal kurz. Wow, okay, das ist eine sehr, sehr starke Frage. Welche Rolle spielt Gott oder die Religion in deinem Leben? Ich würde sagen, alles in meinem Leben so schwirrt um Allah und unsere Religion herum. Und da gibt es nur eine richtige Antwort, das war die. Ich glaube nicht direkt an Gott. Kann ich die Frage nicht so direkt beantworten. Mhm. Aber Religion spielt in dem Sinne eine wichtige Rolle in meinem Leben, weil ich Religion sehr interessant finde. Ich möchte mich aber auch nicht mit dieser Entscheidung festlegen. Ist ja legitim, aber just not what I'm asking for. Wie stellt ihr euch euer Leben in 5 Jahren vor? Diese Frage würde ich gerne jedem von euch stellen. Ich möchte auf jeden Fall weiter sein. Ich möchte etwas in der Hand haben. Ich möchte mich selbst kennengelernt haben. Crush. Gute Antwort. Ich möchte erstmal meine Ausbildung fertig haben und ein Ziel auch auszuziehen. Weil zur Zeit, ich wohne noch bei meinen Eltern.
Fühle ich. Erstmal habe ich sehr viel Vertrauen in Abdach, deswegen ich zuversichtlich bin für die Zukunft. Ich liebe seine Haare. Mein absoluter Traum, dass ich in 5 Jahren mein Masterstudium beendet habe im Bereich der Psychologie. Was mir wichtig wäre in 5 Jahren, dass ich mich künstlerisch entwickle, das heißt als Mensch entwickle. Fühle ich. Wenn das finanziell noch etwas stabiler wäre, wäre das super. Fühle ich, boah, fühle ich. Fühlen, glaube ich, einige gerade. Also ich bin mittlerweile 26 und in 5 Tagen bin ich 31 und ich denke, dann möchte ich schon eine Familie haben, wo auch jeder das gleiche Mindset verfolgt und man sich gegenseitig pusht und einfach ein Umfeld kreiert oder generiert, sage ich mal, das einfach gesund ist. Guck mal, diese Antwort, die macht es mir schwer. Okay. Warte ich schon mal in einer Beziehung? Und wenn ja, woran hat es gescheitert? Das ist my girl! Ich war schon einmal in einer Beziehung. Woran hat es gescheitert? Mhm. Dass wir nicht die Richtigen füreinander waren. Das ist so die Standardaussage. Ne? Ja, aber das ist aber auch die Wahrheit, weil ja. Ich bin der Meinung, dass es gibt Seelenverwandte. Und das war dann nicht der Fall. Ja, ein bisschen wischiwaschi, Freunde. Da ist schon was vorgefallen. Ich hatte auch eine Beziehung. Es hat dadurch geendet, dass ich mich und der Religion genährt habe, unserem Islam genährt habe und verstanden habe, dass das, was ich mache, nicht richtig ist. Und dann wusste ich, entweder muss ich den nächsten Schritt machen und das alles in die Halal-Ebene ziehen oder man macht da den Cut. Und dann habe ich eben da den Cut gemacht. Weil du dir mit ihr keine Zukunft vorstellen kannst? Richtig. Ich hatte noch nie wirklich eine Beziehung. Mhm. Ich hatte nur oft so Kennenlernphasen. Aber ich habe dann schnell bemerkt, dass einfach mit dieser westlichen Art und Weise, wie dieses Daten, dass ich das nicht kann. Ich habe es versucht, mich da reinzuzwingen. Ich glaube, jeder Moslem ist irgendwie so in dieser Zwischenwelt. Okay, auf dieser deutschen Art und Weise oder wie Allah es uns gesagt hat. Und ich habe dann halt einfach schnell gelernt, so ey, das funktioniert so nicht. Der sagt mir zu gute Antworten, Leute. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, Fragen an Layla zu stellen über Kauthar. Ich bin gespannt, wie Layla jetzt antwortet. Die mag es ja gern, mich fertig zu machen, deswegen. Oh, bitte mach mich nicht fertig, Layla. An welchen negativen Eigenschaften? Natürlich, klar. Muss sie noch arbeiten? Du bist am Arsch, Kauter. Die Kauter ist ein Sturkopf. Wenn die links sagt, dann ist links. Dann kannst du sagen, was du willst, ist links. Du kannst gegenargumentieren, wie du willst, Sturkopf. Gibt's nicht, ne? Welcher Typ Mann gefällt deiner Schwester am meisten? Kauter steht auf große Männer. Genau, also ganz wichtig. Nicht nur, stopp. Ist Kauter die Religion auch sehr wichtig? Das ist ein ganz wichtiger Punkt in ihrem Leben, ne? Ich brauche jemanden, mit dem ich fasten kann, Leute. Ramadan ist so einsam. Oh, schöne Frage. Warum ist es dir wichtig, dass deine Schwester einen Partner findet? Kauter arbeitet mega viel. Und ich denke mal, wenn sie einen Partner hat, ist sie auch ein bisschen ausgeglichener. Die kommt nach Hause, dann ist alles wieder cool, die kommt runter, die kann sich fallen lassen. Mir ist es auch sehr wichtig, dass ich in jungen Jahren Tante werde. Oh, was hast du gesagt? Vielen Dank an euch. Das ist wirklich Danke. Eine harte Auswahl. Ne? Die sind wirklich alle mein Type. Ich kann ein bisschen kochen. Wie war es denn für dich? Mega interessant. Die waren auch alle so lieb und waren nur am Lächeln. Du hast richtig gemerkt, wie nervös die waren. Kannst du vielleicht kurz zu jedem etwas sagen? Jem fand ich mega nett. Hat auch gemerkt, der hat voll versucht, seine Nervosität zu überspielen mit seinem Lachen und so die ganze Zeit. Samuel hat auch ein wunderschönes Lächeln, ist mir direkt aufgefallen. Ne? Sehr nett, auch sehr höflich, auch nur im Grinsen. Jem war auch mega cool. Man merkt, der ist halt so ein bisschen schüchterner. Ne? Aber ansonsten fand ich ihn auch sehr cool, sehr nett. Amin, also Mashallah, ne? Der hat halt wunderschöne blaue Augen gehabt. Auch ganz locker, ganz cool drauf, ne? Lufat war auch ganz cool. Hat auch gemerkt, hat sich extrem geschämt. Finde ich ja persönlich voll süß. Du musst jetzt leider jemanden verabschieden. Wen wird es treffen und warum? Also ich bin ganz ehrlich, da ist mir die Entscheidung leider sehr leicht gefallen. Weil ich weiß, wie wichtig meiner Schwester die Religion ist, der Islam ist. Deswegen würde ich da leider den Armin rauswählen. Also ich kann die Entscheidung 100.000% nachvollziehen. Ich hätte es nicht anders gemacht. Da kann auch alles andere stimmen. Das ist total egal. Wenn das nicht stimmt, dann... Ich bin jetzt raus, ja. Ich kann mir auf jeden Fall denken, warum ich rausgewählt wurde. Das ist natürlich die Religion. Die kurze Runde war für mich voll interessant. Es war zum Beispiel auch gar nicht so konkurrenzmäßig, was ich zuerst dachte, dass vielleicht so sein könnte. Das fand ich cool, dass alles so herzlich war. Die Schnellfragerunde. Wir ziehen das Tempo an. Wer kommt ins Schwitzen und wer bleibt cool? So, wir sind jetzt bei der Schnellfragerunde angekommen. Hier geht es darum, dass du immer schnell antwortest, dass ich dir ein paar Fragen stelle. Wirklich kurz und knapp. Und das, was dir jetzt erstes dazu einfällt, ja? Gib ihn. Er ist cool. Wie verhältst du dich in einem heftigen Streit? Gute Frage. Verhalte ich mich meistens ruhig? Also ich versuche, einen kühlen Kopf zu behalten. Sagen sie alle. Cooldown. Meistens gehe ich weg. Ich versuche, ruhig zu bleiben und empathisch zu begegnen.
und eine gemeinsame Lösung zu finden. Er ist so gut erzogen, Leute. Er ist auch so aufrichtig. Ich glaube ihm das. Gesundes oder ungesundes Essen? Gesund. Gesundes. Ich brauche jemanden, der mich besser macht. Gesundes Essen kann auch geil sein. Gesundes Essen. Hast du dich schon mal in die Schwester eines deiner Dates... Ich habe das erst jetzt gelesen. Intelligenz oder Humor? Humor. Ich würde Humor sagen. Du musst lachen können mit der Person. Gute Frage. Humor. Ich sag euch ganz ehrlich, du kannst nicht witzig sein, ohne klug zu sein. Intelligenz und Humor ist the same shit. Das gehört für mich zusammen. Was war dein schlimmster Date-Fail? Pff, sie ist nicht gekommen. Zu viel Lachen. Also, wir haben ihren großen Bruder gesehen. Und du sitzt noch hier? Ich schwöre mir selber Gedanke. Ich habe ein Mädchen abgeholt. Wir sind rumgefahren, Late-Night-Drive-mäßig. Habe ich das Auto abgestellt und wir wollten noch Musik hören. Habe ich die Zündung angelassen. Oh mein Gott, Alter. Oh no. Nach einer Stunde wollte ich das Auto wieder anmachen, ging nicht. Musste ich den Abschleppdienst holen. Und das Problem war, ich hatte kein Geld dabei. Sie musste zahlen. Oh mein Gott! Ja, Mann! Stopp! Ja, Mann. Was machst du gegen peinliche Stille? Witze. Lachen. Reden. Ich mag es, wenn man auch einfach mal ruhig ist, aber wenn es so peinliche Stille ist. Boah, ich mag, wie ehrlich er ist. Große oder kleine Hochzeit? Vorzugsweise kleine. Islamisch, Toleranz für Große. Ich brauch dieses Princess Treatment. Hi Baby, die so groß. Große, ja. Kleine Hochzeit. Große Hochzeit. Bismillah, let's go. Freitags in die Moschee oder ausschlafen? Moschee natürlich. Ja, natürlich zum Freitagsgebet gehen. Freitags in die Moschee natürlich. Ich gehe sonntags in die Kirche. Also, war nicht mehr. Kannst du ihm bitte mal die Konfessionsfrage stellen? Deswegen, dann will ich eher ausschlafen, ja. Aber eigentlich arbeiten. Ich mag, dass er ehrlich ist, aber das ist für mich ein No-Go. Deine Mutter und unsere Mutter brauchen dringend Hilfe. Für wen entscheidest du dich? Boah, das ist ja richtig fies, ne? Sorry, Alter, meiner Mutter so. Fair enough, alles richtig gemacht. Meine Mutter. Meine Mutter. Meine Mutter natürlich. Mhm. Beiden am besten, ne? Aber ja. Ah, oh, gut gerettet aber, wa? Der Einzige, der gerettet hat. Leila, wie war das für dich eben? Mega lustig. Bei Jem hast du gemerkt, ne, der war noch so sich voll am Rechtfertigen, warum er das so und so machen würde. Aber fand ich auch richtig cool, also tolle Antworten gegeben. Samyans Antworten fand ich auch ganz gut. Samyal! Er war so am Lachen und ich so, nee, ich kann das nicht. Voll die ansteckende Lache, ja. Ich finde ihn generell als Person sehr interessant, allein, dass er Psychologie studiert, finde ich wow. Ich habe ihm die Fragen gestellt und der straight on, nur ein Blick auf meine Augen, so was kommt als nächstes, ne? Bum, 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 rausgepowert, ne? Hast du schon deine Entscheidung getroffen, wen du in dieser Runde rauswählst? Es fiel mir schon schwer. Muss ich schon sagen. Aber da war eine Antwort, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Samuel freitags nicht in die Moschee geht. Wir sind richtig Haram-Polizei gerade. Aber I'm sorry. Also wenn er jetzt gesagt hätte, er geht nicht in die Moschee, ist okay, wir können daran arbeiten. Aber er ist halt gar nicht als Muslim, deswegen nee. Wie war die Erfahrung für dich? Ey, cool, hier gewesen zu sein. In so einem Studio vor laufender Kamera, ist mein erstes Mal. War eine entspannte Atmosphäre, alle waren cool drauf. Ich denke, ich bin rausgeflogen, weil als ich gesagt habe, dass ich lieber ausschlafe, als in die Moschee zu gehen. Ich glaube, das war der Knackpunkt. Ich glaube schon, dass sie eine starke Persönlichkeit hat. Deswegen glaube ich, dass sie halt eben gesagt hat, gut, ich weiß, was ich will und er ist nicht das, was ich will. Oh Gott. Runde 3. Unter den wachsamen Augen der Schwester treffen die Männer nun auf unsere Kandidatin. Wer behält die Nerven? Und kann beide von sich überzeugen. Freut mich, euch kennenzulernen und euch jetzt auch so zu sehen. Ich habe ein paar Fragen. Ich zeige einfach auf die Person, die redet und die antwortet dann. Ist das cool? Gute Idee. Alles okay. Cool. Was ist das Kitschigste, das du jemals für jemanden gemacht hast? Und weil beide gucken weg, deswegen fange ich mit dir an. Ich glaube, diese Adventskalender, die man selber macht, diese 24 Tage. Oh. Bluff. Also, ne, ist viel Arbeit und so, dies, das. Offensichtlich habe ich für ein Mädchen schon mal ein Lied geschrieben, so. Jan? Wo soll ich anfangen? Es gibt viele. Bist du so ein romantischer Typ? Also, ich bin mit Bollywood-Filmen aufgewachsen. Und deswegen... Okay. Genau. Ja. Beispielsweise habe ich, als ich dann im Urlaub war, habe ich für jeden Tag, an dem ich nicht da war, Briefe geschrieben und dann meinem Kollegen gesagt, dass er die immer jeden Tag vorbeibringen soll zu ihr. Und ja. Der süßeste Mann auf der ganzen Welt, Hilfe. Also wie würdet ihr mich überraschen? Was wäre in eurem Kopf, wenn ihr so eine Überraschung denkt?
Also wenn ich sie jetzt sagen würde, dann könnte ich dich ja nicht mehr überraschen. Da hast du recht. Boah, der ist so schlau. Also ich bin halt so ein großer Fan von, ey, lass mal spontan einfach da und da hinfahren. Ausflüge, also, ne? Einfach so, ey, was machst du gerade? So, ja, keine Ahnung, ich wollte nur zu Hause chillen. So, okay, weißt du was, lass einfach mal nach Bayern. Okay. Was geht in Bayern? Keine Ahnung, bayerisch. Warum willst du nach Bayern, Bruder? Oder keine Ahnung, was gibt's in Bayern, Bruder? Ich weiß gar es nicht, deswegen bin ich nach Bayern. Wie sieht's bei dir aus? Wie würdest du mich überraschen? Mit vielen Geschenken, mit Aufmerksamkeiten, über Sachen, über die du redest, Kleinigkeiten. Vielleicht stört dich schon lange etwas und ich überrasche dich damit, indem ich das erledige oder ich das für dich mache. Solche Sachen. Das wusste ich. Okay, ja. Also gehen wir mal jetzt von einem Szenario aus, wo wir heiraten würden. Mhm. Dann würde ich ja im Vorlauf, also circa ein Jahr vorher wissen, dass wir dann noch heiraten. Dann würde ich für die Hochzeit vielleicht üben zu singen und für dich dann eine Choreografie machen, von der du natürlich nichts weißt. Und jetzt habe ich eine Frage an euch alle. Was ist euer größter Traum im Leben? Was ist das größte Ziel für euch? Also in erster Linie erfolgreich sein und etwas in der Welt hinterlassen haben. Ich meine jetzt nicht unbedingt irgendwie, dass ich ein Denkmal haben möchte oder sonst irgendwas, sondern einfach wissen, dass ich etwas geleistet habe, aber dass ich gleichzeitig das auch mit dem, was Allah uns gegeben hat. Ja. Oh mein Gott, fühle ich sehr. Ich würde das so in zwei Teile aufteilen, sage ich mal. Es gibt einmal den religiösen Aspekt, also glaube ich auch fest daran, dass jeder Moslem Allahs Wohlgefallen haben will. Und was das Weltliche angeht, finde ich, dass man für seine Familie, egal was man jetzt Familie nennen mag, da war und dass deine Familie auf dich stolz und auf dich bauen kann, dass du so jemand Festes und so einen guten Charakter hast. Also dein Ziel ist es quasi, ein guter Mensch zu sein? Richtig. Auch als so Provider und sowas. Okay, verstehe. Wie sieht es bei dir aus? Wenn ich mit 90, wenn ich so alt werden sollte, sagen kann, okay, ich glaube, in den meisten Dingen ist Allah zufrieden mit mir gewesen, wie ich gehandelt habe und wie ich gedacht habe, dann wäre ich auch zufrieden mit mir selbst. Und auf der anderen Seite, dass ich am Ende auch wirklich das mache, wofür ich es jetzt gerade tue, nämlich Menschen zu helfen. Wenn man die Welt eines Menschen verbessert, verändert sich dann vielleicht das gesamte Umfeld dann von diesem Menschen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nenn so viele Dinge, wie du möchtest, aber was ist das Wichtigste für dich bei der Erziehung deiner Kinder? Mir ist sehr, sehr wichtig, dass die Arabisch lernen, Arabisch lesen und schreiben. Ich habe erst so marokkanische Kultur so richtig für mich lieben gelernt vor 2-3 Jahren und ich bin 23. Ich würde mir wünschen, dass ich meinen Kindern meine Wurzeln viel früher schon beibringe. Und mir ist auch sehr wichtig, dass wir denen Toleranz beibringen. Also ich will ein Kind haben, was vollkommen cool damit ist, mit Deutschen chillen, zu chillen, mit jemandem zu chillen, der Christ ist, der Atheist ist, der was auch immer ist. Einfach kein Hass, einfach offen und tolerant. Laila. Ja? So, wie war die letzte Runde? Du hast sehr viel gelacht. Was fandest du am sympathischsten? Mit dem Kalenderbasteln finde ich richtig lustig, oh mein Gott. Ich fand das so süß. Hat sich das dadurch, dass du jetzt hier saß, nochmal dein Bild zu den Kandidaten von vorher verändert? Mhm. Ah ja. Darf ich fragen, wie es vorher war im Ranking? Jem war davor bei mir Number One. Ich mochte, dass er so sympathisch ist und ich mochte seine Stimme und ich mochte, dass er sehr witzig ist. Angenehmer Typ einfach. Auf dem zweiten Platz war Jan, weil ich mochte, dass er einfach so gut erzogen ist und so respektvoll. Ich mag das. Und dann als drittes wäre Rufat gewesen. Und jetzt hat sich das gewechselt. Es hat sich komplett verändert. Gibt es ein Date? Und wenn ja, mit wem? Ich mag, dass er die ganze Zeit Augenkontakt hält. Ich mag, dass er die ganze Zeit nickt, wenn ich was sage. Er hat mich gar nicht gefragt. Ein anderer hat mich gefragt. Und er war so, ja, ja. Und ich war so, ja. Ja, Eichkrauter ist manchmal auch sehr dominant. Die braucht auch manchmal jemanden, der die runterholt. Der sagt, ey, bis hier nicht weiter, ne? Und ich mag, dass er mich ab und zu mal gemobbt hat. Er hat ein paar freche Sachen gesagt und er war auch mal nicht meiner Meinung. Ihr habt euch für dieselbe Person entschieden. Mir ist aufgefallen, dass, wenn sie eine Frage gestellt hat an Rufat, hat richtig zugehört, als würde sie ein bisschen hoffen, dass er die richtige Antwort gibt. Ich bin voll stolz, ich bin stolz auf mich. Wow. Ich bin richtig stolz, ich dachte, auf mich. Stolz auf mich. Warum soll ich nicht stolz auf dich sein? Ich meine, ich weiß ja, wie du dich entschieden hättest. Ja, okay, du hast recht. Also ganz kurz, ich muss auch noch was sagen. Ich fand alle super. Naja, aber Let's go on a date. Oh mein Gott, die kannst kaum abwarten. Ich habe so lange nicht auf dem Date. So, Schwester, ich höre alles, ne? Oh, echt? Warte mal, hört sie? Ja. Okay, seid ihr ready? Sie. Let's go. Die hat sich extra auf die Seite gesetzt, weil es ihre Schokoladenseite ist. Mhm. Wie schnell verliebst du dich, Kauta?
Wow. Sehr langsam. Super langsam. Slow-mo. Mhm. Woher, also woran machst du das fest an dir selber? Ich glaube, ich habe ein bisschen Bindungsängste. Mhm. Sobald etwas meinem Herzen ein bisschen näher kommt, also sobald ich merke, ich verliere die Kontrolle, und das ist verliebt sein, bin ich raus. Ich bin ein Kontrollfreak. Safe, die ist so ein Kontrollfreak. Und wie soll das dann weitergehen? Ich habe mich verändert. Ah. Ja. Ich verstehe. Ich habe jetzt die letzten 2 Jahre nicht gedatet. Und ich habe ein bisschen Selbstentwicklung gemacht. Aha. Was ist dir am meisten aufgefallen an mir? Also deine Haare auf jeden Fall. So, ich glaube, die fallen jedem zuerst auf. Und dann hast du wirklich sehr bezaubernde Augen. Oh. Wirklich sehr schöne Augen. Die Frage passt gut zu uns beiden, finde ich. Mhm. Glaubst du, Kauta, dass es Menschen auf der Welt gibt, die füreinander bestimmt sind? Safe. Nasib? Mhm. Ich glaube schon, dass es den Nasib gibt, aber ich glaube auch daran, dass du ihn nicht zwangsläufig in diesem Leben treffen musst. Ich kenne auch genug Leute, die aus meiner Familie, die alleine gestorben sind oder alleine alt geworden sind und wirklich nie jemanden gefunden haben, einfach weil es nie gefunkt hat. Oh. Oh. Was ist das Schwierigste daran, mit dir auszugehen? Eigentlich bin ich da ziemlich, leicht. Ich habe keine großen Erwartungen. Wenn du was geplant hast, dann mache ich immer gerne mit. Wenn ich was geplant habe? Wenn es mal dazu kommen sollte, dass ich 99 Mal plane und du einmal, dann okay. Verstehst du? Boah, der hat sich hart gerettet. No, wow, der ist gerade echt cool. So. Scheiße. Das Einzige, wo ich einen Knacks habe, ist, wenn ich essen gehe zum Beispiel, mir gefällt eine Kleinigkeit nicht, dann sage ich das sofort. Dann sage ich, ey, mein Essen gefällt mir nicht. Wirklich? Ich zurückgehen, ja. Also ich kann das für dich gerne übernehmen in Zukunft. Rufst du die Kellnerin zurück? Ja, full. Bist du so jemand? Ja. Boah, krass. Heftig, ne? Das ist wirklich heftig. Ich bin wirklich das komplette Gegenteil. Deswegen. Ich übernehme das dann. Ich will Mac einen Fish-Mac bestellen und die geben mir irgendwas mit Bacon. Dankeschön. Ich gehe raus, ich schmeiß das in den Müll. Ich weiß es immer noch nicht, fahr nach Hause. Nee. Oh. Frag, gib ihn. Deine Mutter mag mich nicht. Was machst du? Ich würde natürlich mit dir darüber reden, was die Punkte sind, die sie an dir stört. Und dann würde ich natürlich mit dir auch das nochmal reflektieren. Und da muss man natürlich schauen, wer mehr Recht hat oder wer nicht. Weil bei uns ist es ja so, du wärst ja dann quasi meine neue Familie. Von außen können viele Leute was sagen, aber es geht im Endeffekt ja nur um dich und mich. Oh, hat er richtig süß gesagt. Bist du an sich so ein eifersüchtiger Mensch? Oh, gute Frage. Wollte ich auch gerade fragen. Ich bin auf jeden Fall nicht toxisch eifersüchtig. Mhm. Aber ich bin auf jeden Fall ein gutes Maß an Eifersucht, ja. Krass. Mein Ding ist eher so mit Dingen. Mit Dingen? Wie deine Arbeit ist dir gerade wichtiger als ich. Ah, wie mal den. Deine Freunde sind dir gerade wichtiger als ich. Aber also kannst du gut anstrengend sein, was das angeht. Der ist geil, ne? Ich finde das richtig gut, wie der ist. Ich feiere das. Ich finde es eigentlich eher ein fairer Anspruch an meinen Ehemann, I guess. Ich suche den Vater meiner Kinder. Ja. Da darf ich auch ruhig den Anspruch haben, dass er sich heute Abend nicht mit seinen Jungs trifft, wenn ich ihn brauche. Darfst du. So. Das war eine gute Antwort, auch von ihr, ne? Wow. Back to you, bist du eifersüchtig? Ja, sehr. Ja? Auf alles, was sich bewegt in deiner Nähe. So, das ist die Wahrheit, ne? Aber so auch in einem gesunden Maß würde ich fast schon nicht sagen, ist fast schon ungesund, aber... Kurze Rücke. Also reden wir jetzt gerade darüber, was du anhaben darfst. Was ich anhaben darf? Also, ne, es gibt etwas, was ich nicht anhaben darf. Also ich finde, grundsätzlich, eine Frau muss sich vernünftig kleiden. Also die Klamotten repräsentieren ja dich. Aber du, wie du dich gibst mit den Klamotten zusammen, das ist nochmal was anderes. Also ich merke, du machst das für dich selber. Und das ist eine Sache, die ist mir wichtig. Und wenn du das für dich selber machst, dann gibt es ein paar Sachen, da kann ich die Augen mal zukneifen. Mhm, aber wenn du merkst, dass ich gerade nicht einen Minirock anziehe, weil ich den einfach unnormal schön finde, sondern weil ich finde, dass ich dadurch eine schöne Figur habe und möglicherweise andere Leute die Figur auch schön finden, dann ist es ein Ding. Kommt davon, was willst du mit dem Rock machen? Rausgehen? Achso, nee, ich dachte eher zu Hause mit Minirock chillen. Mit Herz sogar. Warte. Kannst du gerne natürlich machen. Natürlich rausgehen. Sei einfach ehrlich. Minirock ja, nein? Nein. Kurz gesagt, ich lasse mir eh nichts verbieten. Mhm. Aber wenn man Kompromisse findet, wenn ich dich gern habe, dann mache ich das ja gerne. Schreib deinem Gegenüber einen kleinen Text. Wow. Den du ihm oder ihr nie schreiben würdest. Und lies es laut vor, wenn du willst. Rufat? R-U-F-A-T. R-U-F-A-T. Okay, nicht V. V? Wie werde ich denn geschrieben? K-A-U-T-H-A-R. Falsch. K-A-O-U-T-H-A-R. Die sind schon süß, ne, zusammen. Wer möchte denn anfangen? Meins ist cringe. Meins ist auch cringe. Ich habe einen kurzen Reim. Ich kann nicht so gut reimen auf dieses Wort, aber
Das ist mein Name wahrscheinlich, ne? Ja, verdammt. Okay. Lieber Rufat, auf dass alles, was du vorhast, funktioniert und gelingt und noch was. Inschallah. Gott segne dich, deine Sis und deine Mutter. Amen. Amen. Uns alle, inshallah. War schon süß, süß, oder? Ja, toll. Na, danke schön. Okay, ich habe geschrieben. Hi, Kauter. Hi. Ich habe dich heute zum ersten Mal gesehen und bin sehr positiv überrascht. Deine Präsenz erfüllt den ganzen Raum und dir zuzuhören beruhigt ein. Egal, wie das hier ausgehen mag, ich hoffe, du bleibst, wie du bist. Oh, wie süß. Ich kann nicht. Dankeschön. Sehr gerne. Wie war's für euch? Mega cool. Mega ja. Spannend. Ja, fand ich auch richtig witzig. Und ich habe viel Neues über mich herausgefunden. Ich fand, das war eine sehr schöne neue Erfahrung, die man gemacht hat. Ich habe mich voll gefreut. Dankeschön. Na, dann ist doch super. Gab es etwas, was euch überrascht hat heute? Ja, wie gesagt, ne? Also ich finde das voll cool, dass du so frech bist. Ah, weil die Kauter braucht das ja. Okay. Du bist schlagfertig, du hast so bestimmte Antworten immer drauf. Meint ihr, es gibt eine Möglichkeit, dass ihr euch vielleicht danach noch in Kontakt stehen bleiben möchtet? Ich finde Entfernung ein bisschen schwierig. Aber allen anderenfalls, alles andere passt meiner Meinung nach. Ich zitiere jetzt Sena Gamur, Grüße gehen raus. Wenn der Mann dich will und wenn das passt, dann kann er aus Timbuktu kommen und er wird kommen, dich zu sehen. Punkt. Ist einfach so. Oder? Ja. Aber danke für eure Ehrlichkeit und danke, dass ihr teilgenommen habt. Also allgemein, ne? Ich finde euch alle so toll. Ich bin so dankbar, dass ich hier sein durfte und danke für alles. Ich weine gleich. Du bist hier der süßeste Mensch auf der ganzen Welt. Okay, red weiter. Es tut mir leid. Red weiter. Warum unterbrichst du mich? Du weißt doch jetzt, dass ich alles vergessen habe. Es tut mir leid. Und gerade auch die Jungs hinten, die mit mir den ganzen Tag heute verbracht haben. Wirklich sehr super Jungs. Vielen Dank. Ich danke euch, Leute. Danke, Cheta. Tschüss. Danke.